Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 Ranglistenmodus. Ich nehme die Burg. So. Welcome to Nova. Und das sieht mir nach einem sehr guten Start aus. Das gefällt mir mit ihm. Der Bogenschütze gefällt mir sehr gut. Ja, Arkane-Verteidigung habe ich zwar nicht, aber ist nicht so schlimm. Ich werde hier einen Madman-Start machen. Fertig. Los geht's. Knochenkrieger. Hier drüben auch. Das heißt, ich kann ihm die Schnecke schicken. Wenn er nichts weiterhin baut, wird er verkacken. Schauen wir mal. Ja, habe ich mir auch gedacht. So, ich werde jetzt hier aber schon mal den hinpacken. Schnecke rein. Also auf 6 Worker gegangen. Nein, kann ich auf jeden Fall jetzt auch noch bauen. Einen kleinen Knochenkrieger noch hingestellt. Die Schnecke hat sogar einen mehr Schaden als diese Teile. Das ist gut. Das sieht gut aus. Jawohl. Da war zu gierig. Oh. Ja, na, die Katze wird abkacken und die andere hält es wahrscheinlich noch. Ja, du hättest wahrscheinlich jetzt auch verkackt, wenn dir jemand die Schnecke geschickt hätte. Aber das lasse ich erstmal so stehen. Ich könnte ihm trotzdem 2 Schnecken noch reinschicken. Warum nicht? Ich meine, er wird jetzt sicherlich was gebaut haben, aber. Okay, hier ist ein Turtle. Er hat ihn abgegradet. Doppelbone Crusher. Ja, schade, war man nie ja schnell down. Wurde dann doch gefokust. Die halten. Ja, dann schicke ich halt weiter Schnecken rein. Aber ich werde locker mir holen. Mir gönnen. So. Den platziere ich lieber dahinter. Dann lebt er ein bisschen länger. Bone Crusher. Noch eine kriege ich leider nicht zusammen. Schade. Eine Echse geschickt. Okay, die bringt fast gar nichts. Weil hier natürliche Verteidigung, da verstärkt er. Gegen ihn bringt das was, ja. Aber das wehre ich ab. Ja, auf 6 ist gut. Dann kriegen die auch nicht auf die Fresse. Ja und ja.
Hier ist mein magischer Schaden. Fürs Erste. Sich auf 6 im Blut rein. Sehen seine Bone Crushers alt aus. Eine Aufwertung. Let's go, boys. Oh, sieht gut aus. Hast du doch geschafft. Ich schicke am besten dann noch mit Blut rein. So, 3 Knochenkrieger, die kann ich ja noch aufwerten. Und so kriegen auch beide, wenn er das teilt, kriegen beide eine Blut ab und sind schnell down. Ich hier nur eine Echse kriege. Jawohl, haben sich gut verteilt. Sehr schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Links und rechts einer. Jawohl. Ah, hat sich die Katze nochmal hochgeheilt. Durch. Sehr gut. Neun. Kann man machen. So, ich werde es erstmal ihn hinstellen. Der ist extrem wichtig, der Archer. Ja, sollte auch passen. Sollte passen. Mal sehen, ob da nochmal draus geht. Ja, ging noch raus. Sehr gut. Oh, 100 hat er mir geschickt. Ja, der Archer war extrem wichtig, dass ich den hingestellt habe. Meine goldenen Beschützer in dieser Wave wirklich schlapp sind. War es nicht so schlimm. Dafür habe ich meine 11 Hörer zusammenbekommen. So. Jetzt werde ich einmal 2 aufwerten und den mache ich dann zum Magier später wahrscheinlich. Ich könnte auch um den Jünger drumherum diese ganzen Knochentypen hinstellen. Millennium ist gut. Lemo ist gut. Sag ich ja. Ihn raus. Bone Crusher raus. Und den da. Den Jünger behalte ich lieber. Ja, okay, jetzt habe ich da nicht aufgepasst. Ja. Ich werde wahrscheinlich einmal upgraden. Go with the flow.
Ja, ich mach doch schon, ich mach doch schon. Lass mich doch mal in Ruhe sammeln hier. Ich kann nicht alles auf einmal. Jetzt kann ich gut locker rausholen. Ja, 320 wirklich. Wirklich fett. Oh, der Bunkerscher lebt noch gerade so. Sind durchgekommen, zwar gerade so, aber es ging. Das werde ich auch nicht blocken. Hätten lieber auf 10 gehen sollen wahrscheinlich, also bei mir zumindest. Hätte die 10 wesentlich mehr Sinn gemacht. Kann ich ihn upgraden? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann machen wir das einfach so. Dann muss ich ja noch einen Platz für das Blümchen finden. Vielleicht mache ich auch den weg. Und stelle dafür die Blume hin. Nicht mehr einholen. Ja, das sieht gut aus. Die eine Blut hat so viel gebracht, dass ich durchgekommen bin. Sehr gut. Oh, magischer Schaden ist low. Ich muss jetzt die Blume hinstellen. Bis zu 180. Blume hin. Den werde ich noch auf. So machen wir's. So, was hat er gesagt? Wo wollte er drauf schicken? Muss ich schnell mal gucken. Auf 12. Für die Bone Crusher ist 12 nicht ganz so gut, aber wir haben ja gesehen, dass Bloods immer gehen. Ja, ich mach gleich. Mit dem Ohr komme ich gut rein. Hundertprozentig. Ich glaube, ich stelle einfach noch einen neuen hin. 11 bis 13. Das heißt, ich kann jetzt noch ein bisschen was sammeln. Ja, kannst du noch einen Worker holen? Hab nicht ganz das ausgenutzt, aber ist nicht so schlimm. So, Ogre und Brutes sind drin. Bin ich auf jeden Fall gut dabei. Gut noch Piepen rausgeholt. Okay, der Ogre ist down vom Feuerfürsten. Aber locker. Locker. Ist auch durch, wir haben geblockt. Sehr schön. Auf 14. Lass mich schauen. Dann muss ich anderen Angriff mitschicken. So. Ich könnte jetzt
Blume aufwerten. Und den Millennium hinten hinpacken. Das mache ich auch. So, ich kann noch ausgeben 130. Perfekt. So, maximale Piepen. Das Kreditor ist vorbei. Wir können jetzt ordentlich Worker pushen. Und zwar mega viele. Abgewehrt. So, habe ich gut noch rausgekriegt. Gerade so. Aufprallschaden. Oder diese nicht schlecht. Warte ich einfach den auf. Und noch zwei Worker. Ja. Und noch 20 kriege ich noch zusammen. Dann hole ich zwei Moles. Zwei Brutes. So rum. Zwei Moles würde ich jetzt nicht holen. Ja, der Feuerfest hält ordentlich was aus, genau wie der Dax. Ist halt gerade keine gute Wave für die beiden, aber der Rest kackt schnell ab. Ah, der wehrt ab. Einen pack ich noch mit rein. So, 40 habe ich. Millennium aufrüsten. Das noch mit rein. Pack ich einfach noch einen hin. Zur Verteidigung. Schauen wir mal. Bin jetzt 200 runter. Haben wir 40 Worker. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, gerade auf 16 mit dem Golems. Hier bei 16 kackt hier alles ab. Und bei mir auch. Da muss ich ein bisschen Stich mitschicken für den Phoenix. Aber das krieg ich hin. Alter. 420. Ein Haufen Dinos. Weggebombt. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Oh, wie ist die Kleine noch? Ja. Hole ich noch einen Centaur. Zack. Da sollte ich schnell wegmachen und dann, ja, Aufprall ist genug da. Magischen Schaden brauche ich gar nicht. Geht also alles klar. So. ...220 kriege ich noch zusammen. Ja, dann halt ein Ogre, ne? Oder noch mehr Stich, aber da habe ich nicht so viel zur Auswahl. Ich glaube, damit bin ich gut dabei. Der Phoenix muss schnell down gehen. Jawohl. Er macht
die alle weg, der Zentaur. Sehr schön. Ja, das war's. Sehr gute Runde. Perfekt, das war eine schnelle Runde von Legion TD2, Ranglistenmodus. Mittlerweile Platin 3, geile Sache. Ja, das war das mal für heute. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier, habe ich auch mit Marmo und Lukas zusammengespielt. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.